Moin Moin Leute und willkommen zu Plants vs. Zombies Garden Warfare. Ich möchte mit euch heute mal ein bisschen den Third-Person-Shooter des Plants vs. Zombies Ableger spielen. Ich habe das Ganze jetzt ein bisschen angespielt und muss wirklich sagen, ich finde es sehr, sehr, sehr witzig. Und bis jetzt macht es mir sehr, sehr großen Spaß. Ich dachte erst am Anfang, kann das was werden? Bin ich mir noch nicht so sicher, aber nachdem ich es jetzt ein bisschen angezockt habe. Und nicht gleich vom Zug überfahren werde. Ich würde sagen, es macht sehr, sehr, sehr großen Spaß. Ich hätte es echt nicht gedacht. Ich bin eigentlich ja eher der Battlefield-Freund und eher realistische Shooter oder Arma. Aber das hier ist halt was komplett anderes. Geht komplett in eine andere Richtung. Also das heißt, geht in komplett andere Richtung. Nee, es ist halt einfach lustig und toll aufgebaut. Deswegen finde ich es persönlich eigentlich relativ cool. Und jetzt heizt natürlich mitten der Zug davor. Die nicht angreifen können. Der haut mir gleich bestimmt voll irgendwas ins Gesicht. Ja, diese Granaten fliegen echt nicht weit. Ich finde es aber persönlich halt, wie gesagt, einfach total lustig. Keine Ahnung wieso. Es macht unheimlichen Spaß. Das hier ist das Versus-Spiel. Das ist im Grunde genommen gerade Team Deathmatch. Wo man halt 50 von dem gegnerischen Team einfach erledigen muss. Und das Team, was es halt als erstes schafft, das hat dann dementsprechend gewonnen. Oh, ist auch noch einer. Ich muss sagen, ich finde die Erbsenkanone nicht ganz so geil. Aua, aua, aua. Ich hab mir ordentlich einen eingeschenkt. Ich fand den Zombie-Soldaten, den habe ich vorhin gerade eben die ganze Zeit gespielt. Der ist auch richtig cool. Nach jeder Runde wechselt man immer das Team. Also danach spielen wir mal Zombies. Fand ich bis jetzt ein bisschen besser. Aber es kommt wahrscheinlich auch mit der Zeit einfach. Wie gesagt, ich habe noch nicht viel gespielt. Und ich habe auch noch gar nicht alle Klassen angespielt oder so. Aber das werde ich auf jeden Fall noch nachholen. Und vielleicht habt ihr Bock darauf, ein bisschen zuzugucken. Oder eventuell sogar mal mitzuspielen. Obwohl meine Origin-Liste ist voll. Ich hätte mir gedacht, das ist doch doof. Jetzt hätte ich gesagt, edit mich einfach im Origin. Ich treffe den Affen nicht. Aua. Muss man so ein bisschen gucken bei der Erbsenkanone, weil der Schuss so einen kleinen Delay hat. Man muss dann sich erstmal ein Gefühl kriegen, dass man überhaupt trifft. Okay, das ist eine Pflanze. Warum schieße ich auf die Pflanze? Zack, zack. Dafür macht die guten Schaden, denke ich so. Wow. Lad nach! Okay, das war's. Wir können mal eine andere Klasse wählen. Wie gesagt, das erste Ding ist nicht so ganz so ein Ding, weil ich mit diesem Delay noch nicht so hundertprozentig klar komme, aber ich weiß nicht. Vom Design her ist halt schon von vornherein ziemlich gut. Was kann die Sonnenblume eigentlich? Ich kann heilen. Aber ich nehme den Kaktus. Der Kaktus ist mehr so ein Sniper, weil der kann aus der Range. Piu, 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 piu. Der ist richtig geil. Den habe ich vorhin auch schon einmal angespielt. Da fand ich den auch ganz geil. Weil jetzt wollte ich den Schnapper halt mal ausprobieren. Spielen wir nochmal ein bisschen den Kaktus. Kann halt richtig auf der Entfernung auch so piu, piu. Gibt richtig viele coole Klassen so. Es ist wirklich einfach halt ein bisschen mehr ausgefallener. Weil, weiß ich nicht, bei aller Liebe Battlefield und das ganze Zeug ist halt cool, aber da ist halt auch immer dasselbe. Du hast permanent fast eigentlich dieselben ähnlichen Waffen. Weshalb ich halt auch den... Aua. Okay, der hat mich überfahren von der Seite. Weshalb ich diesen ganzen modernen Krieg auch einfach nicht mehr ab kann, weil du halt permanent eigentlich nur dieselben Waffen hast, dieselben Modi, alles ist im Grunde genommen dasselbe. Und das ist ja einfach ein bisschen was anderes. Oh, ich werd gerettet, nice. Komm, fuck off. Ja, die scheiß Pflanze supportet mich jetzt so richtig. Kann die Leute voll auseinandernehmen. Das ist bestimmt relativ cool, wenn du da irgendwie als Team rumläufst oder so. Was ist denn mit ihm los? Er läuft auf seinem Bauarbeiterteil da. Warte mal, vielleicht können wir die Pflanze wieder aufheben. Dann können wir mich nochmal heilen. Go, 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 go. Nicht sterben! Aufgehoben. Ich muss halt ein bisschen aufpassen mit dem Kaktus, ein bisschen eher auf Entfernung spielen. Wenn wir nur im Nahkampf. Diese Typen, zum Beispiel diese MG-Typen, die dann hier im Nahkampf passen, ist ein richtiges Problem. Au. Weg mit dir. Und ich finde es auch sehr schön designt und es läuft super flüssig mit 144 FPS von meinem PC. Also was das angeht, ich finde auch echt die Grafik echt richtig schön. Keine Ahnung, das ist richtig passend, was das Spiel angeht. Ich bin echt, das Einzige, was ich noch fraglich ist, ist Langzeitmotivation und so. Langzeitspaß. Aber das kann ich natürlich jetzt noch nicht beurteilen. Aber das ist das Einzige, wo ich mir noch vielleicht ein bisschen Sorgen machen würde, was das Spiel angeht. Ansonsten ist es super cool. Gut, es ist halt ein Lobby-System, was mir nicht ganz so gut gefällt. Das heißt, man geht nicht irgendwie auf einen Server, die irgendwie bei Counter-Strike, oder bei Counter-Strike hat ja mittlerweile sogar auch ein Lobby-System größtenteils. Aber man hat da keinen eigenen Server-Browser oder so.
Aber fall um! Oho. Man sucht sich halt eine Lobby wie auch in, weiß ich nicht. Call of Duty ist da das beste Beispiel. Oh, oh, oh. Ein bisschen Leben regeneriert man. Ich kann auch mal meine Fähigkeit benutzen. Kann man noch so Minen legen. Wenn man die oft genug benutzt, kriege ich jetzt sogar einen Levelaufstieg und dann bekomme ich danach eine zweite Fähigkeit. Da, die nächste Fähigkeit. Man kann auch so ein bisschen, wie heißt das, nicht Tower Defense? Tower Defense ist ja im Großen und Ganzen das Hauptspiel, worauf das sich gegründet hat, sondern eher, wie heißt das, wie nennt man das, wenn man so gegen Wellen kämpft? Man kann halt auch Pflanzen ausstellen, das geht halt auch in die Richtung Tower Defense, das hat mir so wellenartig. Das kann man ausspielen mit Freunden, das habe ich gerade eben Solo ein bisschen angezockt, da gibt es ein bisschen Probleme, weil Solo hast du da echt Probleme, dich dagegen zu wehren. Nach der zweiten, dritten, vierten Welle. Weil da kommen Bosse, die kriegst du alleine einfach nicht mehr. Ein bisschen Pre-Aim wäre vielleicht auch ganz gut. Sonst triffst du den nicht gescheit. Was geht denn jetzt hier? Sondern irgendwo gerade eben war ja einer mit einem MG. Ja. Liegt tot auf dem Boden. Oh Gott. Boah, da. Ich kann mir eine Rakete da in die Fresse werfen. Gucken wir bei meine. Ich muss schon sagen, gucken wir bei meine Minen reinläuft. Aber so nett war er leider nicht. Ich werde danach auf jeden Fall den Zombie-Soldaten spielen. Der war richtig geil gerade eben. Spielcharakter wechseln. Wir können sonst nochmal eine Sonnenblume nehmen. Gucken, was die Sonnenblume kann. Die kann so ein Heilstrahl. Das habe ich hier gerade eben schon ein bisschen gesehen. Die Leute halt so ein bisschen zu supporten, gar nicht so dumm. Ah, die Runde ist schon vorbei. Egal, ich spiele gleich noch eine. Ja, auf jeden Fall ultramäßig gewonnen. Bis jetzt gewinnen die Pflanzen öfter als die Zombies. Mag an den Teams liegen. Ich hoffe, das ist nicht unbalanced, das Spiel. Aber, ja. Das macht auf jeden Fall richtig Laune. So. Also, ein bisschen nervig ist, dass man jetzt in der Lobby ganze fucking 60 Sekunden darauf warten muss, dass die nächste Runde anfängt. Das ist ein bisschen bescheuert. Aber auch schon mal für die Leute, die sich vielleicht ein bisschen dafür interessieren. Man bekommt halt, während man kämpft, immer so komische hier Marken, whatever. Zombie, was auch immer. Und dafür kann man sich jetzt so Booster Packs kaufen und da ist halt irgendwelches Zeug drauf. Weitere Skins oder so ein Scheiß. Nehmen wir einfach mal, ich nehme mal das jetzt hier. Und dann hast du da halt so Zeug drin, einmal für diese Wellendinger und einmal halt auch halt so neue Skins, die musst du dann halt zusammensammeln mit diesen Booster Packs. Ich weiß nicht, ob ich das eine gute Idee finde, aber es ist eine Idee, das so umzusetzen. Es ist besser, als wenn ich das alles kaufen müsste, sagen wir es mal so. Ich finde es gut, dass man es halt in Gamer spielen kann, aber das sollte auch eigentlich selbstverständlich sein, weil das Spiel ist nicht Free-to-Play. Wenn es Free-to-Play wäre, dann könnte man es vielleicht machen, dass man die ganzen Sticker und so sich kaufen müsste und dadurch halt sich Skins kaufen könnte. Aber dem ist nicht so. Jetzt haben wir eine neue Runde. Jetzt werden wir nicht auch auf Zombie spielen. Den Soldaten fand ich gerade super. Den werde ich auch gleich nochmal spielen. Weil der hat so ein richtig schönes, schnelles. Ich würde normalerweise sagen, dazu Sturmgewehr, weil das ist kein krasses MG. Es ist aber auch nicht irgendwie eine Sniper. Man hat damit relativ gute Chancen so auf mittlere Entfernung. Obwohl, man kann auch auf sehr weiten Entfernung spielen. Es macht leider nicht ganz so viel Schaden. Man muss da ein bisschen draufhalten. So, das ist nämlich jetzt der Fußsoldat. Den spielen wir jetzt auch mal. Kann man noch nicht okay drücken, haben die anderen noch nicht fertig geladen oder was? Da. Die Maps habe ich alle noch nicht gespielt. Das ist jetzt eher mehr so eine kaputte Zombie-Map. Ist okay. Und als Fähigkeit kann er so seinen Raketenwerfer unten starten. Später kannst du damit auch schießen, dann macht er richtig gut Schaden. Man kann sich hier jetzt am besten mit dem Raketen vielleicht auf eine gute Position bringen, wobei ich nicht weiß, wo die Pflanzen sind. So ein bisschen leer geworden hier gerade. Das ist auch ein bisschen schade. Nach der Runde quitten immer viele. Teilweise war ich doch schon mal dann alleine in der Lobby gerade eben. So. Au. Dann schon von vorne, ne? Bin nur nicht gesehen. Na, jetzt wisst ihr auch, warum ich das Gewehr so cool finde. Einfach ordentlich draufhalten. Es gibt eigentlich überhaupt keinen Recoil. Und das Ding reagiert richtig schön direkt. Da musst du halt nicht irgendwie pre-aim oder so. Dann liegt mir das ziemlich gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, geh drauf! Jetzt gegenseitig umgeschossen.
Ah, okay, jetzt haben wir aber den coolen, hier Raketenwerfer bekommen, ne? Yep. Den müssen wir gleich mal ausprobieren. Weil den habe ich einmal ins Gesicht bekommen als Lanze. Ich war instant kaputt. Das Ding fliegt halt ultra langsam. Aber das seht ihr gleich. Oh, wo ist denn hier die Pflanze? Ich will eigentlich meinen Raketenwerfer vor den Latz knallen. Was ein bisschen nervt an dem Spiel, ist der Field of View. Was wahrscheinlich auch ein bisschen einfach Absicht ist. Dass du halt dadurch nicht ganz so viel sehen kannst. Okay. Das war komisch. Ich dachte, er nimmt den Raketenwerfer irgendwie in die Hand oder so. Er duckt sich einfach und schießt. Okay, das probieren wir vielleicht nochmal. Wo sind die alle? Da oben. Na gut, auf Entfernung ist das Ding ja nicht ganz so geil. Okay, es hat ein riesen Delay, ey. Weil da kann man wirklich in so größere Massen am besten reinschießen, wenn da viele auf dem Haufen sind oder so. Das dauert echt lange. Oh. Oh Gott. Das dauert echt lange, nachdem du geschossen hast, bis das losgeht. Bei den Dingern musst du echt aufpassen, wenn die in den Nahkampf bei dich reinkommen, dann machen die dich echt kaputt. Oh, da liegt eine Granate. Raketenwerfer auch gleich wieder aufgeladen. Muss ich, wie gesagt, schon ein bisschen umgucken, weil durch den relativ geringen Field of View hat man nicht so viel Übersicht. Man weiß nicht so gut, was von rechts, links und so kommt. Jetzt haut er ab. Jetzt haut er ab. Yeah! Oh Gott, da kommt noch weiter. Oh, die macht 40 Damage, die Rakete. Die haut echt gut was weg. Au! Okay, da kamen noch zwei andere, die haben mich weggemäht. Ich find's echt lustig. Es kommt doch nicht so das Gefühl, so ein, weiß ich nicht, so ein, es ist ein anderes Gefühl, die Spiel zu spielen, weiß nicht. Nicht so, man ist nicht so aggro irgendwie wie bei Battlefield oder so. Wenn ich hier umgeschossen werde, kann ich damit leben. Wenn ich in Battlefield umgeschossen werde, rieche ich mich gleich übelst auf. Hier ist es mir lustig. Boah, hier ist ja alles los, das ist hier kaputt. Ist ja voll der Krieg. Weiß nicht, und das ist halt auch echt ein Spiel, was ich irgendwie Kindern zum Spielen geben würde. Ich meine, ja klar, das ist ein Shooter oder so, aber das ist doch echt völlig harmlos. Alter, lass mich mal bitte in Ruhe. Also mit der Sonnenblume im Nahkampf ist, glaube ich, blöd. Weil die ist eher echt zum Supporten und zum Heilen, ne? Okay, die hat nicht getroffen. Mit dem Raketenwerfer zu treffen ist echt nicht so easy. Gedacht hat. Wow, da kam... Wow, 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 wow! Der hat sich eingegraben, ist hier angekommen. Da muss man vielleicht drauf warten. Vielleicht sieht man das auf dem Boden? Wenn das Typ, wenn der Typ sich irgendwie so eingräbt und irgendwie auf dich zukommt. Warum kann man eigentlich warten hier? Vielleicht fragt ihr euch. Man kann warten. Ja, das sieht man. Bis jetzt sehe ich's. Kann man da auch drauf schießen? Jetzt. Man kann die Leute wiederbeleben. Warte, ich wollte schon fragen, ist er da tot? Nee. Oh, oh. Oh, die saß. Oh, die saß. Oh, die hat die weggenäht. Ah, Alter, diese Sonnenblume ist doch nicht zu unterschätzen, ey. Was macht die da für Todesstrahlen? Ein bisschen Leben regeneriert man auch, aber nicht auf 100%. Dafür bräuchte man irgendwie den Doktor. Der kann nämlich bei den Zombies ein bisschen Leben regenerieren lassen. Ein bisschen heilen. Oh, oh. Oh, schieß, schieß, schieß. Den Doktor will ich gleich dann nochmal ausprobieren. Der hat aber nur so eine Shotgun, da muss man halt ziemlich nah ran. Dafür kann man halt ein bisschen heilen. Ah, fuck! Irgendwas Explosionsartiges hat mich da voll erwischt. Ich glaube, da lag eine Granate von denen, so eine Chili-Granate. Warte mal. Spielcharakter wechseln. Spielen wir doch mal den Wissenschaftler. Los. Okay, der kann sich warpen. Ja, okay. Naja, wahrscheinlich, um näher an die Leute ranzukommen, damit du halt auch Schaden machst mit deiner Pumpe. Und wenn du den halt ein bisschen benutzt hast, dann bekommst du halt auch diese Heilfähigkeiten mit dem. Okay, mal gucken, wie der im Nahkampf so ist. Hier daneben. Okay, daneben. Okay, das hat gesessen.
Muss ich an alle Charaktere erst gewöhnen, weil die alle ein bisschen anders schießen und komische Waffen haben und andere Taktiken. Finde ich aber echt super, dass sie sich wirklich, wirklich groß unterscheiden. Ne? Wow. Ich weiß nicht, wie weit Entfernung da überhaupt geht mit dem hier. Es geht. Also man muss nicht in sie hineinlaufen. Oder sowas. Oh! Interessant. Man trifft sogar auf der Entfernung. Aber ich möchte mich nicht gerade mit den Range-Kaktussen anlegen. Oh, ich muss nachladen, ey. Schieß! Okay, der gräbt sich ein. Ich hoffe, der will an mich ran, oder? Oh ja. Schieß! Doch! Mein kleiner, kleiner. Und der gefällt mir auch. Manche Klassen gefallen mir nicht so sehr, wie zum Beispiel diese Erbsenkanone, die ich am Anfang gespielt habe. Das ist nicht so mein Ding. Wow. Au, 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 au. No, no, ich bin geslowt. Oh. Leute, wenn du geslowt bist, kannst du auch deine Fähigkeit nicht mehr einsetzen. Okay, aber es ist gut, die scheiß Pflanze muss in den Nahkampf ran. Das ist schon heftig. Kann ich den mal schnell aufheben? Nein! Er hat mich so ein Luftding zum ersten... Nee, der hat mich aus der Entfernung abgeschossen. Ich muss sagen, so ein Luftding hat mich zum ersten Mal runtergeholt. Versucht er mich aufzuheben? Ja, er versucht's. Aber er schafft's nicht, oder? Doch, er hat's geschafft. Ja, nächsten Respawn haben wir jetzt auch die nächste Fähigkeit gleich mit dem. Hm. Schieß doch! Okay, aus der Nähe macht er ja 40 Damage. Okay, es lohnt sich definitiv in die Nähe zu gehen. Aus der Entfernung macht er halt nur so 20 Pillar Damage. Gucken wir mal jetzt hier den krassen... Ah! Was ist das? Was war denn das? Brauche ich irgend so eine Falle, die der aufstellen kann, oder? Okay, schon vorbei. Schade. Aber als nächstes dürften wir, glaube ich, bald heilen können mit dem. Ja, und so zieht sich das, glaube ich, echt dahin. Mir macht das Spiel, wie gesagt, relativ viel Spaß. Und ich denke, ich werde es auf jeden Fall weiterspielen. 17 Abschüsse, ey. What the fuck? Oh Gott, wo ist die Lobby hin? Was ist jetzt passiert? Alle sind weg. Ich glaube, es hat sich ein bisschen gebuggt. Nein, doch nicht. Ja, alles gut. Ist nur ein bisschen komisch. Ja, Leute, ich bedanke mich auf jeden Fall für die ersten zwei Runden. Wir sehen uns wieder in den nächsten zwei Runden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Mit, ja, Plants vs. Zombies Garden Warfare.